Ja, Halli, Hallöchen, ich teste mal das erste Spiel aus der Sarah Knappigs Beste Tierespiele Edition. Uns erwartet sicher ein Hochgenuss an Spielkultur. Ich glaube eher nicht, aber wir starten es mal. So. Ich kann mir jetzt mal eine Ärztin zusammenstellen. Ich nenne sie mal ohne große Hintergedanken Jessica. Sieh dich doch erstmal ein bisschen um. Klar. Begib dich in die Stadt und kaufe Medikamente. Ja klar, jeder Mensch macht eine Tierarztpraxis auf und hat keine Medikamente. Macht Sinn. Irgendwie. Für das Spiel schon. Also gehe ich mal langsam in die Stadt, weil rennen. Ach, rennen kann man doch auch. Okay. Also das Ruckeln liegt bestimmt nicht an meinem PC. Das Programm. Und wir sind in der Stadt und rennen. Ja, wir hatten hier eine Karte. Immer diese blöde Hinweise. Bank, Apotheke, hier ich. Aber ich habe es ja schon vorgetestet. Darum brauchen wir den ganzen Schrott nicht. Hallo. Hallo. Was möchtest du? Ja, was möchte ich eigentlich? Keine Ahnung. Kaufen wir einfach mal ein. Wir kaufen einfach von innen mal ein. Auf Wiedersehen. So, haben wir mal sinnloserweise einfach mal eingekauft. Ich habe ja keine Ahnung, für was da Scheiß alles gut ist. Okay. Jessica rennt. Okay. Nehmen wir das wohl nicht so aus. Gehen wir mal zurück zu unserer Praxis. Schauen wir mal, da wir die Praxis nicht abgeschlossen haben, ob da schon jemand steht. Jetzt sehen wir uns erstmal um. Thank you.
warten auf unseren ersten Patienten oder ersten Kunden, der einen kleinen Patienten bringt. Ja, ich laufe und warte. Da kommt jemand. Hallo. Guten Tag. Mein Tier hat seit wenigen Tagen am ganzen Körper Pusteln, kratzt sich ständig und hat Durchfall. Dabei benutze ich doch jetzt extra eine neue Spezialfuttersorte. Ich würde als Diagnose, sowieso bei jedem Tier, gleich sagen, Einschläfern, nee. Offensichtlich hat dein Tier eine Futtermittelallergie. Ich verabreiche jetzt ein Mittel zur Hemmung der körpereigenen Immunabwehr und eine entzündungshemmende Salbe. Verwende von nun an besser wieder das ursprüngliche Futter, dann dürfte es sich schnell wieder erholen. Nächste Aufgabe, behandle erfolgreich ein Meerschweinchen. Okay. Machen wir doch. Thank you.
Na ja, nach einem Meerschweinchen sieht das nicht aus. Ja, nach einem Hasen, aber scheißegal. Guten Tag. Hallo? Mein Liebling kratzt sich seit Tagen. Er ist auch ganz unruhig und hat ganz wunde Stellen. Und es ist immer das Gleiche. Viech untersuchen, behandeln, Praxis ausbauen. Dein Tier hat Flöhe. Das ist nicht schlimm, aber sehr unangenehm. Ich reibe es jetzt mit diesem Mittel ein und zu Hause machst du das noch ein paar Tage. Dann geben die Flöhe bald auf. Also, das heißt, desinfizieren. Und dann eine Salbe gegen Parasiten. Und schon wieder Geld in der Kasse. Aber es ändert sich nicht viel am Spiel. Wir beenden das. Das macht so gar keinen Spaß. Außer vielleicht unser Jungle Queen Sarah-Knappig. Aber unsere Wertung ist weit unter 0.